Und bitte vergesst die Wasserflasche von Aldi nicht. Sie lässt sie gerne in der Sporthalle stehen. Du, ich mach das nicht zum ersten Mal. Ja, und ich bin ein totaler Control-Freak. Gefühle sind wie feines Pergamentpapier. Ein kleiner Stoß und schon nehmen sie Schaden. Sie kommen. Morgen. Die Kommission für den 5. Stern. Trotz der Sturmwarnung? Trotz der Sturmwarnung. Ein Holz vor die Fenster. Wir sind ein Luxushotel und keine Berghütte. Ja, aber der Sturm kommt. Wir müssen uns vorbereiten. Hauptsache, der 5. Stern kommt. Lassen Sie sich irgendwas anderes einfallen. Das Mondial wird nicht verrammelt. Störe ich? Ja. Nein. Ich habe Ihnen Tee gemacht. Oh, vielen Dank. Haben Sie die interne Mail gelesen? Die Vergabekommission für den 5. Stern kommt morgen, trotz Sturmwarnung. Kein Holz. Sehr wohl. Dass Sie wirklich morgen kommen? Ist das ein Problem? Nein, nein, das Bar ist up to date. Das Gleiche gilt auch für die Küche. Deswegen kommen die Gäste ja hauptsächlich. Und zur Entspannung. Gutes Essen ist ja auch Entspannung. Eine Massage ist sicher gesünder. Was wollen Sie denn damit sagen? Ich sag nur, wir bieten noch alle Luxus für die Seele, nicht wahr? Frau Kersting, haben Sie die Quartalsabrechnung dabei? Natürlich. Bitte. Vielen Dank. Ich würde mich sehr freuen, wenn die Küche ihre Quartalsabrechnung demnächst auch mal digitalisieren würde. Gibt es noch etwas? Wenn Sie nichts weiter mit mir besprechen wollen. Nein, danke. Nach Ihnen. Nach Ihnen. Na gut. Sweetie? Hast du noch kurz eine Minute? Geht's um Ivy? Nein, um uns. Ich habe mich auf unseren Deal eingelassen. Aber nicht, damit ich das 5. Rad im Wagen bin. Das bist du doch gar nicht. Und was war das heute Morgen? Kaum taucht die Chefin auf, bin ich Luft. Hey, das ist für uns alle schwer. Ich habe mir das auch ganz anders vorgestellt. Du bestimmst die Regeln. Ich soll die Füße stillhalten, mich am besten in Luft auflösen. Darf ich dich noch anlächeln oder anfassen? Oder ist das auch verboten? Jeremy, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Klar. Aber für sie hast du immer Zeit. Wow. Ist das schön hier. Und was machen wir hier? Wir nehmen uns eine kleine Auszeit. Jetzt? Heute? Obwohl morgen die Prüfungskommission kommt. Gewinnen durch Zurückweichen. Wow. Ich bin tief beeindruckt, Frau de Vries. Wer zuerst im Wasser ist? Sieht noch gar nicht nach dem Sturm aus. Du, das kann sein, dass der vorbeizieht. Du hast bis jetzt noch gar nicht auf dein Handy geguckt. Sehr souverän, oder? Jeremy war vorhin ganz schön angepisst. Ich glaube, er hat schon gemerkt, dass wir weg sind. Ich verstehe ihn total. Ich hätte schon längst alle Töpfe und Pfannen durch die Küche geschmissen. Müssen wir jetzt die ganze Zeit über Jeremy reden? Nein. Ich sag ja nur, wie es ihm geht. Der fühlt sich überflüssig. Muss er aber gar nicht. Er ist schon gut. Ich höre schon auf. Bevor ich schreibe, Jeremy kurz eine Nachricht. Nicht, dass er denkt, er muss Ivy abholen. Du hast jetzt 47 Mal Jeremy gesagt. Du bist überhaupt nicht hier. Entschuldige, du hast ja niemanden, um den du dich kümmern musst. Ich meine auch nicht, dass du deine Familie komplett vergessen sollst. Es geht hier um eine Stunde. Und was ist so schlimm daran, wenn ich ihm kurze Nachricht schreibe? Nichts. Nichts, alles fein. So. Die kommen schon ohne mich klar.
Ja. Ich komme sofort. Nur eine oder gibt es noch mehr? Ich hoffe nicht. Ist das eine Ratte? Und wir sprechen noch von Kakerlaken? In meiner Küche gibt es weder das eine noch das andere. Und was machen Sie hier? Deine Schulter. Die muss man ausrotten. Wir haben hier bestimmt ein Nest. Mhm. Und Sie sind Fachmann für Ratten. Ja. Rufst du bitte den Kammerjäger an? Ich möchte, dass das professionell erledigt wird. Ich kümmere mich drum. Und kein Wort zu irgendjemandem. Sonst können wir den 5. Stern vergessen. Ich verstehe das nicht. Ich meine, die kommt ja hier drin nirgends an Lebensmittel ran. Die Tür zum Kühlraum ist immer zu. Und hier drin verbrauchen wir alles. Naja, Essensreste gibt's in jeder Küche, nicht wahr? Wir kaufen nur ein, was wir auch verwenden. Und der Rest wird fachgerecht entsorgt. Oder sehen Sie hier irgendwas Gammeliges rumliegen? Sorgen Sie dafür, dass die auch fachgerecht entsorgt wird. Ja, na klar. Und Sie schauen sich ja noch ein bisschen um? Ich will nur helfen. Ich finde den irgendwie seltsam. Ich bin so glücklich, dass mit dir, ich liebe dich. Wir werden ein perfektes Leben haben. Reisen, Kinder, wenn du das möchtest. Jeanette. Ja. Du stehst vor der falschen Tür. Was? Nein. Wir haben eine Verbindung hier drin. Du spürst das. Ich verstehe, dass du Angst hast, wirklich. Aber dein Kuss ist so voller Sehnsucht. Du willst das. Ich will es ja auch. Dann nimm es dir. Ich bin noch hier. Ich will all das. Aber mit meiner Frau. Aber du bist unglücklich in deiner Ehe. Das stimmt. Aber es ist alles da. Ich muss es mir nur zurückholen. Das ist die Strafe. Das ist die Strafe, weil ich Kevin sitzen lassen habe. Nein, das ist eine Chance. Keine Strafe. Eine Chance, endlich mal den Richtigen zu finden. Den gibt es. Vielleicht musst du ein bisschen länger warten und ein bisschen genauer hingucken. Willst du sagen, ich bin sprunghaft? Aber das macht dich auch charmant. Also, ich werde nicht auf dich warten, ja? Aber vielleicht überlegst du es dir ja noch.